Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Meine Camper gerade ein bisschen seltsam. Wir befinden uns. Controller hat da gerade nicht funktioniert. Keine Ahnung. Wir befinden uns jetzt im. Was ist hier los? Wir befinden uns jetzt wieder im Überlebensmodus. Das wollte ich sagen. Und wir haben heute einiges vor. Beziehungsweise die Woche. Jetzt muss ich mich hier schon wieder reinhacken. Weißt du, und währenddessen du hier hackst, kommt irgendwann ein Spieler daher und schießt dir in den Rücken. Und spätestens dann werde ich mich aufregen. Aber spätestens. Komm, plötzlich kommt einer von hinten, bam. Dann höre ich auf zu spielen. Das wäre der Super-GAU. Hä? Hier ist ja wohl eindeutig. Naja. Hier vielleicht? Nein. Seltsam. Aber wir haben sowieso noch ein Wort. Wenn du das hier liest, ja. Tür öffnen. Okay, ich komme wieder raus. Alles gut. So, ein bisschen abgekochtes Wasser. Daran denken, dass ich abgekochtes Wasser nicht mitnehmen darf. Also, nicht benutzen darf. So. Mann. Heute habe ich es drauf, Leute. Heute habe ich es drauf. Ich sehe schon, das wird eine richtig schöne Aufnahmesession. Aber ich bin gespannt, ob wir auch ein paar Spieler kriegen. Noch haben wir ja nicht einen einzigen getötet. Ich wollte gerade sagen, wieso ist der hier eigentlich ausgegraut? Aber da können wir halt nicht hinreisen, ne? Wir müssen immer noch irgendwo ein Haus bauen und eventuell werde ich das hier in die Ecke machen. Vielleicht sogar da, wo meine Markierung ist. Vielleicht ist diese Markierung ein Zeichen für mich, dass ich da hingehen soll. Ich habe sie eines Tages da gesetzt aus Verwirrung. Und vielleicht können wir diese Verwirrung nutzen. Mein Hammer ist kaputt. Beste Voraussetzung. Wir sollten schnell ein Haus aufbauen. Warte, das ist nicht meine 10 mm. Das ist nicht meine 10 mm. Was ist mein Visier? Stufe 5? Wie ist das denn entstanden? Okay, ich hatte kurz Angst, dass meine 10 mm weg ist. Hatte ich den ganzen Kram eigentlich schon gelesen oder gehört? Schnapsglas. Verworfene Einführungseinnahme. Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben hier alles gemacht. Ich muss hier jetzt nicht großartig auf was gucken. So. Wo haben wir es denn? Nein. Also heute ist echt ein Wurm drin. Heute ist echt ein Wurm drin. Hoppla, versuch es nochmal. Falls du weitere Hinweise brauchst, benutze Abby's Terminal und wähle die verbrannten Detektoren aus. Scan fehlgeschlagen, erforderliche Daten konnten nicht gefunden werden. Ach, starte das System. Wenn wir alle möglichen Probleme außer Acht lassen, bist du jetzt offiziell die tollste Person in ganz Appalachia. Ich weiß. Und hoffentlich bist du damit nicht allein. Das verbrannte Aufspürsystem funktioniert tatsächlich. Wenn du wüsstest, wie lange wir gebraucht haben, um nur die Hälfte des Systems funktionstüchtig zu bekommen. Die Leben, die es gekostet hat. Mein Bruder, mein Vater und natürlich meine Wenigkeit. Wann immer jetzt Verbrannte in der Nähe sind, werden sie von den Detektoren aufgespürt, die dann eine Nachricht an deinen Pip-Boy senden. Jetzt fehlt nur noch ein Weg, sie abzuwehren. Wenn du das nicht schon gemacht hast, informier dich an meinem Terminal über die Fallen, die wir für die Brandbestien hergestellt haben. Hoffentlich sind sie noch funktionstüchtig.
Sie sind deine beste Chance, mit diesen fliegenden Monstern klarzukommen. Ansonsten waren die Leute von der Stählernen Bruderschaft die einzigen mit den entsprechenden Möglichkeiten. Offenbar haben sie nicht durchgehalten, aber sie verfügten über ziemlich viel Feuerkraft. Sie trugen ihr letztes Gefecht im Sumpf an einem Ort namens Fort Defiance aus. Aber wegen ihrer Codenamen habe ich keine Ahnung, wo das ist. Ich empfehle, im Camp Venture zu beginnen, Eddies altem Überlebenstrainingszentrum. Ich habe außerdem alle Informationen über die Bruderschaft unter dem Titel Fort Defiance in meinem Terminal gespeichert. Du musst in Camp Venture beginnen, in Eddies altem Überlebenstrainingszentrum. Dort sind bestimmt Informationen zu finden, die dir entsprechende Hinweise geben. Camp Defiance. Haben wir da nicht sogar schon mal? Kommt mir so bekannt vor. Ich weiß, das haben wir irgendwo schon mal gelesen. Aber ich glaube, wir waren da schon mal. Vielleicht sogar noch aus Versehen. Okay, ein Plan geht auf. Quest abgeschlossen. Nice, jetzt sind wir ein freier Startler. So, und jetzt geht's raus. Als allererstes, oh, Gegenstandsbelohnung. Flammenwerferfalle. Tesla-Bogenfalle. Nichtsdestotrotz brauche ich jetzt ein Zuhause. Ja. Der Berg war so toll. Hätte so gern da gebaut. Weißt du, das Schlimme daran ist jetzt, dass wir ja überhaupt gar nichts mehr haben, wo ein Haus steht. Wenn mich jetzt ein Spieler abknallen würde, bin ich tot. Also. You don't say. Würde ich mein Zeug verlieren. Natürlich bin ich tot, wenn man mich abknallt. So. Wir gehen mal Richtung Markierung und gucken mal, was da hinten so abgeht. Aber hier geht's schon runter. Widerlich. Ich will nicht, dass es runtergeht. Ich will, dass es raufgeht. Wo könnte denn ein guter Stützpunkt sein? Vielleicht hier die Ecke? Oder da? Was zur Hölle ist das? Ich glaube nicht, dass man da hinkommt. Ich vermisse diesen Ort hier. Wir suchen uns hier einfach eine Stelle. Was sagt ihr dazu? Weil wir müssen ja sowieso nach Camp Ventur. Von daher. Aber erst gehen wir Richtung. Sollen wir Richtung Markierung gehen? Wir gucken mal, was da hinten ist. Man kann ja mal gucken, ne? Nein, das ist ein Krebs. Das habe ich von Weitem schon gesehen. 21. Ah, das ist ein Verbrannter auch noch. Uah. Kümmer dich um den da. Der ist viel schrecklicher als ich. Oh, da geht's wieder rauf. Oh, das gefällt mir. Da ist auch irgendwie so ein Haus. Zieh dich, Krebsi. Moment. Oh, ich habe keine Munition. Das ist auch die falsche Waffe. Zumindest das ist die richtige Waffe. Was ist denn los? Geh mal weg. Was ist... Was ist denn los? Wieso ist das Jagdgewehr ausgewählt? Hä? Ja, das ist meine Waffe. Ah, jetzt. Okay, jetzt ist alles gut. Wieso wurde alles ausgetauscht? Moment, kennen wir den Ort nicht? Ich bin falsch. Ich wollte doch in die Richtung. Aber hoch ist schon mal sehr gut. Laufen wir einfach mal hier hoch und gucken mal, was uns da erwartet. Da ist noch ein Riss. Da ist noch ein Riss. So,
So, hier oben sieht's doch auch gut aus, oder? Ey, will ja auch nicht so weit ab vom Schlag sein, ne? Das ist das Problem, wenn ich am Arsch der Welt bin. Ja gut, keine Sau wird jemals zu mir kommen, weil die keinen Bock haben, den ganzen Weg hierher zu latschen. Aber ansonsten wird mir das wenig bringen. Also, was will ich hier in der Gegend? Wir gehen mal zum Riss. Wir öffnen mal den Riss da hinten für uns. Vielleicht bauen wir einfach im Riss. Aber da kommen da wahrscheinlich sehr viele Brandbestien. Wir gehen dahin. Solange ich mich in allen Richtungen verteidigen kann, ist alles top. Hallo, leuchtende Maulwurfsratte? Hast du mich schon gesehen? Vermutlich. Oh, da kommt ja noch einer. Ist das dein Bruder? Ja, der ist jetzt auch tot. Vielleicht sollte keiner mehr von deiner Familie zu mir kommen. Wie sieht's aus? Wie wär's damit? Jetzt auch noch die Schwester. Ihr seid blöd. So. Wenn mir Bethesda jetzt schon wieder nicht erlaubt, da oben zu bauen, falls das ein guter Platz ist. Man weiß es ja nicht. So eine Welt ist ja uneben. Dann wäre das kacke. Beleidigungsbot. Warten Sie einen Moment. Verfolge. Beleidigungsziel. Bitte treten Sie zurück. Halt. Was ist mit ihm los? Ganz seltsam. Okay. Hier sieht's recht gerade aus. Was? Wenn du ausgeschaltet... Was? Untersuche... Oh, das ist der Megastop! Oh, wir haben ihn gefunden! Es hat nur 20 Jahre gedauert, aber wir haben ihn. Okay, wie wär's mit hier? Hier haben wir Erde und alles. Ist recht gerade. Da unten ist irgendwie ein Loch. Whatever. Und da auch. Wollen wir hier bauen? Das ist ja die Frage. Ich meine, es ist natürlich nicht so gesichert wie das andere, aber... Hey, komm. Wir haben hier einen Beleidigungsbot. Was brauchen wir mehr? So, jetzt muss ich nur kurz gucken. Okay. Ich denke mal, hier haben wir einen recht guten Ort. Wir sind allerdings nur von einer Seite geschützt. Von hinten. Was so viel bedeutet, dass hier unser Haus stehen wird. Es regnet. Ah, die Aussicht ist jetzt nicht so geil. Was ist dein Problem? Was willst du von mir? So. Okay. Ja, die Hütte hier hinzubauen macht jetzt wenig Sinn. Vor allem, wenn Sherlock hier in der Nähe ist. Außerhalb des Baubereichs willst du mich verarschen? Nein, denk nicht drüber nach, Zero. Alle Komponenten lagern. Bleiben Sie, bitte stehen. Was willst denn du von mir, ey? Vielleicht nicht der beste Platz zum Bauen. So.
Ich will hier gar nicht viel. Der schwebt! Ist nicht dein Ernst, dass der schwebt. Alter, du schwebst gleich. So. Ich platziere erstmal einen dahin. Was? Warte. Wir ignorieren ihn. Warten Sie einen Moment. Lass mich in Ruhe. Es funktioniert nicht so, wie ich mir es möchte. Wir haben einen Plan. Geh weg da. Nein, gib halt's Maul, Kleiner. Lass mich einfach in Ruhe. So, wir machen das so. Dann gehen wir hier hoch. Und dann platzieren wir die Scheiße. Bleiben Sie, bitte stehen. Ein Hoch auf das Bausystem. Ein Hoch auf das Bausystem. Was, warum denn dazwischen? Ich will doch... Sie da. Lass mich in Ruhe bauen, bitte. Mehr will ich nicht von dir. Außerhalb des Baubereichs. Oh. Halt die Frösche. Okay, nein, es kommt. Nein, komm bitte nicht. Nein, bitte nicht. Tu mir das nicht an. Okay, wir müssen mal umplanen. Warten Sie einen Moment. Tschüss. Okay, wir planen um. Das alles kommt weg. Ich werde nochmal Geld ausgeben. Ich brauche ein gutes Zuhause. Es tut mir leid für alle, die es jetzt schon nervt. Wie mich. Halt, warte mal. Wir brauchen nicht so viel Erde. Wir brauchen nur ein bisschen. Da ziehen wir das nämlich hier hin. Es tut so weh. Geh weg. Und platzieren wir das dahin. Und dann machen wir den gleichen Plan nochmal. Geh weg. Geh einfach weg. So, wir sind hier. Nein, ich warte nicht auf dich. Wir gehen hier so mittig. So, dass man da auch rauflatschen kann, ne? Dann eine Treppe. Nicht diese Treppe. Die. So. Nein, geh weg! Ich werde hier nicht lange bleiben. Kann ich den abschießen? Hast du keine Schusswaffen oder so? Meine Güte. Das geht nur ab. Ist aber kein Spieler in der Nähe. Bin ich auf. Ne, ich bin noch nicht auf Platz 3. Da wurde geschossen. Todeskralle. Oh, jetzt klingelt's auch. Ich habe mich voll zu Tode erschreckt. Oh. Oh, nein, lass mich in Ruhe. Wir haben hier ein kleines Problem.
Also wenn das nicht andere Spieler anlockt, dann weiß ich auch nicht. Scheiße. Oh, was ist das denn? Brombeeren habe ich auch. Warum geht mir jeder hier auf den Sack? Kann mir das einem mal erklären? Ich hätte den Bot nicht abschießen sollen. Oh Gott. Ich hätte den Bot nicht abschießen sollen. Seitdem ich den Bot abgeschossen habe, ist ja alles schief gelaufen. So. Dann sind wir nämlich wirklich von allen Seiten sicher. Wenn wir hier bauen. Sieht zwar ein bisschen komisch aus im Endeffekt, aber naja. Ich glaube, sicherer kann ich echt nicht bauen. So, wir müssen auf jeden Fall 4 in die Richtung gehen, falls es möglich ist. Bausystem, ich hasse dich. Okay, perfekt. Und wenn es möglich wäre, hier noch einen, geht das? Ja. So. Jetzt können wir hier rumhängen. Und campen. Ja, das ist natürlich jetzt kacke, dass die da rumhängen, ne? Wenn irgendein Spieler das sieht, wird er doch da hinlaufen. Egal. So. Wir haben übrigens einen Granatwerfer bekommen. 120 Damage. Ah. Ist jetzt nicht so der Hammer. Aber wenn wir gesucht werden, kommen wir einfach hier hin und freuen uns dann Keks. So, ich beeile mich jetzt ein bisschen, weil wir haben jetzt echt schon sehr viel Zeit hier verschwendet. Ich möchte einmal kurz die Werkbänke hier aufbauen. Wände und so weiter, da kümmere ich mich selber drum. Also. Von daher. Wird zwar ein bisschen dauern, weil ich ja jetzt gerade die Aufnahmesession erst gestartet habe. Liebe Befester, ich liebe euch. So. Aber das muss halt das erste so reichen. Mal gucken, ob wir mehrere Stockwerke machen können. Ein Stockwerk nach oben können wir noch, ne? So. Dann noch eine Storage hier oben hin. Okay, das reicht. Mehr brauche ich nicht. Erstmal Schrott. Dann den Schrott einlagen. Ja. Sehr schön. Ich wünschte, ich könnte meine Kronkorken hier auch einladen. Das wär's. So, wie sieht's mit meinen Hilfsmitteln aus? Was habe ich ja dabei? Ja, gut, verschmerzbares, ne? Würde ich sagen. Ja, hier wird unser neues Zuhause entstehen. Vielleicht werde ich hier unten noch ein bisschen was bauen. Generatoren oder so könnte man hier unten hinbauen. Wasser. Wir haben hier eigentlich alles jetzt. Wir haben jetzt Pflanzen, wir haben Wasser. Mehr brauchen wir nicht, ne? Sieht zwar ein bisschen schäbig aus, aber hey. Also sie fliegen weiter, ja. Treibt sie von mir weg. Oh, da hinten ist noch eine Vault. Halt. Stopp, Zero. Sachen reparieren. Sachen reparieren. Und vielleicht was essen. So. Aber wenn der Beleidigungsbot jetzt hier jeden Tag abhängt, habe ich ein Haustier. Ein nerviges. Ich muss hier raus, ne? So, zum einen möchte ich auch meine Klamotten gerne wechseln. Die sind ein bisschen zu auffällig. So. Ich möchte gerne mitnehmen, Gewand der Mysterien, ja. Sei noch auffälliger, Zero. Gepflegter Anzug, Jacke. Schadensresistent 1000. Achso, gegen. Ah, okay. Damit könnten wir sogar, wenn die Atombombe fällt, glaube ich, mit dem Anzug rein, ne? Wir behalten den mal bei uns. Ah, ich habe meinen anderen Anzug dabei. So. Ja, wie in den guten alten Zeiten. So. Und um das Ganze zu zelebrieren, machen wir jetzt ein Foto, wie ich sterbe. Ich bin jetzt gerade sehr, sehr auffällig hier.
Stimmt, wir haben ja noch ein Level-Up. Ein bisschen machen wir auch noch heute, keine Sorge. Wir sind Platz 16, Fotomodus. Joa, was haben wir denn so Schönes? Ausdruck. Wütend. Ehrfurchtig. Besorgt. Zuversichtlich. Man sieht halt leider nichts. Wir machen mal angewidert. Position. Dann machen wir so eine chillige, ne? Und hey, ich bin bei meinem neuen Zuhause, Jungs. So. Machen wir ein schwarz-weiß Foto, ne? Das sieht im Regen auch schön aus. Wie früher. Ein bisschen übertrieben. Okay. Wir bleiben mal bei dem Stil. Textur. Rauschen. Oh, das sieht schön eklig aus. Das machen wir. Schnappschuss. Yay! Ein neues Foto in unserem Inventar. Perfekt. Okay, ergo, ich fasse zusammen. Wir haben hier einen Beleidigungsbot. Wir haben hier eine Todeskralle. Und wir haben hier einen Megastop, den wir jetzt mal besuchen gehen. Zack. Und ich würde mich tatsächlich sehr gerne diese Aufnahmesession ein bisschen um Fusionskerne kümmern. Dafür werden wir eine lange, lange Strecke laufen müssen. Obwohl, wir können uns ja zu Vault 76 teleportieren, umsonst, ne? Ich glaub schon. Level up. Stärke. Ich möchte dieses Mal gehen. Beim Abfeuern von schweren Waffen erhältst du Schadensresistenz? Nee. Deine nicht explosiven schweren Waffen verursachen 10% mehr Schaden. Deine nicht explosiven, nicht explosiven schweren Waffen verursachen nun. Das ist doch dasselbe. Spiegelverkehrt. Also. Groß und schwer und groß und schwer Profi. Ich verstehe. Schwere Waffen werden 10% schneller nachgeladen. Sprengwaffen, bla bla. Deine Einhand-Nahkampfwaffe verursacht 10% mehr Schaden. Ja gut, ich habe keine Einhandwaffe. Profischläger gibt's auch noch. Okay, wir gehen nämlich auf Damage für schwere Waffen. Da. Warte, vorher sollten wir gucken, was hier alles so Neues gibt, ne? Die Wahrscheinlichkeit, durch Verwendung von Champs abhängig zu werden, ist halbiert. Ne, pff. Nö. Also, wenn ich jemals wieder so eine Abhängigkeitswaffe finde, die gut ist, werde ich davon ausgehen, dass ich sie nutzen möchte. Du kannst Rang 3 Mods für Energiewaffen herstellen. Wobei, meine schwere Waffe ist eine Energiewaffe, ne? Ja, alle eins nach dem anderen. Deine automatischen Pistolen verursachen 10% mehr Schaden. Hier ist sonst nichts Neues, ne? Gut, dann gehen wir auf Stärke, können wir auch ein bisschen mehr tragen. So, perfekt. Warte, was? Moment. Achso, davon haben wir schon drei, alles klar. Gut. Ich dachte schon. Okay, Freunde, ich weiß, heute haben wir wirklich sehr viel gemacht. Und damit würde ich auch sagen, verabschieden wir uns für diese. Für diese Woche sogar, ja. Oh, morgen ist Montag. und sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge und dann gucken wir mal. Wir gehen erstmal zum Megasnap. Dann werden wir auf jeden Fall uns hier irgendwo hin teleportieren, ne? Fusionskern, da. Das brauchen wir nämlich. Wir müssen Fusionskerne sammeln. Und da werden wir höchstwahrscheinlich von einem anderen Spieler abgeschossen irgendwo. Aber gut, soviel dazu. Haut rein, euer Zero. Tschüss.